Hey, schön, dass ihr da seid. Ich habe in den letzten Jahren unglaublich viele Mauereidechsen fotografiert und hatte sehr, sehr großen Spaß dabei. Und heute möchte ich euch mal alles dazu erzählen, was ich in der Zeit gelernt habe und wie ihr auch wunderschöne Fotos von Mauereidechsen machen könnt. Mauereidechsen findet man am einfachsten, wie der Name schon sagt, an Mauern. Das liegt daran, dass vor allem so grobe Mauern viele tiefe Fugen haben, in denen die sich verstecken können. Zum einen vor Fressfeinden und zum anderen auch vor Wind und Wetter. Ja? Denn die haben es zwar gerne sonnig, aber in der prallen Sonne sitzen die auch nicht gerne zu lange und in der Kälte sitzen sie auch nicht gerne zu lange. Deswegen können sie sich in den Fugen am besten verstecken. Am einfachsten findet ihr Mauereidechsen auf Plätzen, die entweder direkte Sonneneinstrahlung kriegen in der Mittagszeit oder aber auf so Hängen, die auch einfach gen Süden gerichtet sind, wie zum Beispiel Weinberge. Da findet man viele Mauereidechsen. Wir haben hier in der Gegend so eine Stelle, wo ein ganzer Haufen Schiefersteine liegen und die sind mittags immer in der prallen Sonne und da können die sich dann drunter verstecken und mittags kommen die dann raus und laufen auf den Mauern und auf den Steinen rum und da mache ich meine meisten Fotos. Wenn ihr dann an so Stellen seid, an denen ihr Mauereidechsen vermutet, dann würde ich meinen Blick immer auf Stellen richten, die gerade von der Sonne angestrahlt werden. Denn da sonnen sich die Tiere meistens und sind eigentlich am häufigsten anzutreffen. Generell habe ich die besten Erfahrungen gemacht, so ungefähr eine Stunde, nachdem die Sonne angefangen hat, auf die Bereiche zu scheinen, die ich näher betrachten wollte. Denn wenn die Sonne gerade erst aufgeht, dann sind die Steine meistens noch zu kalt und die Eidechsen kommen nicht raus. Wenn ihr dann zu lange wartet und die Mittagssonne knallt schon richtig auf den Boden, dann ist es oft schon ein bisschen zu heiß und dann verstecken sie sich oft wieder so halb im Schatten, kommen immer mal kurz raus und gehen wieder in den Schatten. Aber wenn ihr früh morgens geht und so eine Stunde, nachdem die Sonne angefangen hat zu scheinen, da habt ihr meistens gute Chancen, dass die Eidechsen auch wirklich lange still sitzen, in Ruhe die Sonne genießen und da habt ihr alle Zeit der Welt, schöne Fotos zu machen. Das Objektiv, was ich dafür am liebsten benutze, ist mein 100-400er von Fujifilm und das liegt einfach daran, dass ich damit möglichst viel Abstand halten kann, ohne die Tiere aufzuschrecken, in Ruhe fotografieren kann und nicht zu nah ran muss. Ich habe es auch mal mit dem 80er Makro fotografiert, weil ich dachte, damit käme ich vielleicht ein bisschen näher ran, aber am Ende kam ich nie wirklich so nah ran, wie ich gerne würde, da ich die Eidechsen dann immer aufgeschreckt habe. Man kann natürlich versuchen, mit Tarnung was zu machen. Ich denke aber nicht, dass da die Erfolgschancen zu groß sind, weil man einfach nicht wirklich beeinflussen kann, wo die Eidechsen langlaufen. Und das ist ein bisschen was anderes, als wenn man so große Tiere wie zum Beispiel Rehe oder Füchse fotografiert. Denn die sehen oft in vielen Umgebungen schön aus. Die Mauereidechsen hingegen, die will man meistens sehr nah kriegen und nicht irgendwo da hinten rumlaufen haben, sondern man möchte meistens sehr nah ran, damit man die auch wirklich groß ablichten kann. Also würde ich abschließend sagen, je länger die Brennweite, desto besser, denn dann könnt ihr auch einen Abstand halten und auch kreativ ein bisschen tätig werden, die Kamera ein bisschen bewegen, Störer im Bild suchen und ein paar Perspektiven ausprobieren, ohne dass ihr die Eidechsen zu schnell aufschreckt. Generell, wenn ihr in der Nähe von Eidechsen seid, versucht euch nicht zu schnell zu bewegen, also versucht möglichst fließende Bewegungen zu vollführen, ohne irgendwie zu hektisch zu sein, denn dann werden die meistens aufgeschreckt und verstecken sich sofort. Also möglichst langsame Bewegungen und langsam über den Boden in die Nähe rutschen, anstatt drauf zuzugehen, hat mir bisher geholfen, um etwas näher ranzukommen. Bei Eidechsen ist es im Endeffekt genau wie bei allen anderen Tieren auch, die man fotografiert. Man versucht meistens auf die Höhe der Tiere zu kommen und nicht von oben drauf zu fotografieren, denn das gibt einfach eine interessantere Perspektive, die man vor allem bei so Kleintieren als Beobachter auch gar nicht so kennt. Denn wenn ihr euch diese Fotos anschaut, man müsste seinen Kopf schon wirklich auf den Boden legen und direkt vor der Eidechse liegen, um diese Arten von Perspektiven hinzukriegen, wenn man die Tiere nur beobachtet. Und das führt natürlich dazu, dass man wirklich interessante Perspektiven kriegt, wenn man die Kamera auf die Steine, auf den Boden, auf die Mauern etc. legt und von da aus dann fotografiert. Generell ist das auch ein guter Tipp, wenn ihr mit so langen Brennweiten fotografiert und ihr habt vielleicht keine Kamera oder kein Objektiv mit einem Bildstabilisator oder ihr habt es trotz allem schwer, die Kamera ruhig zu halten. Legt die Kamera ruhig einfach ab, denn das ist meistens die Höhe, auf der ihr eh sein wollt, wenn ihr diese Tiere fotografiert. Ihr könnt sonst auch eure Hand darunter legen, wenn ihr ein bisschen höher wollt oder vielleicht sowas wie einen Bohnensack oder einen Reissack oder sowas. Das kann man auch versuchen, um einfach ein bisschen
ein bisschen höher zu kommen, falls ihr sonst irgendwelche Störer im Bild habt, die ihr nicht im Bild haben wollt. Mauereidechsen sind häufig in sehr kargen, eintönigen und einfarbigen Umgebungen unterwegs. Das liegt einfach in der Natur der Sache und das kann es einem manchmal ganz schön schwer machen, interessante Fotos damit zu gestalten. Was einem da helfen kann, ist natürlich ein starkes Bokeh im Vorder- und im Hintergrund, damit die Eidechse so ein bisschen rauspoppt vor dem unscharfen Vordergrund und Hintergrund. Wenn ich absolut nichts Interessantes finde, was ich irgendwie als Störer mit ins Bild nehmen kann, dann versuche ich manchmal auch einfach das Foto später in Schwarz-Weiß zu machen und fotografiere dann auch schon so ein bisschen mit diesem Gedanken, das Foto vielleicht später als eher minimalistisches Schwarz-Weiß-Foto zu bearbeiten. Und dann kann man auch mit einer eher einfarbigen Umgebung, die in Farbe nicht so interessant aussieht, am Ende trotzdem ein schönes Foto machen. Da Eidechsen an sich meistens sehr lang und geschwungen da liegen, wo sie sind, ist es oft sehr schwer, das ganze Tier scharf zu kriegen. Was ich dann meistens versuche, ist einfach das Auge zu fokussieren, denn das reicht meistens, um den ganzen Kopf auch mit scharf zu kriegen. Und der Hintergrund verschwindet dann meistens so ein bisschen im Bokeh. Wenn ihr das ganze Tier scharf kriegen wollt, dann könnte man natürlich probieren zu Fokus-stacken. Das habe ich bisher noch nicht versucht. Ansonsten die Blende ein bisschen zumachen kann man auch probieren. Dann wird der Hintergrund aber auch wieder ein bisschen wimmeliger. Deswegen sehe ich meistens davon ab, mache die Blende weit auf und versuche einfach Kopf und vor allem auch Auge scharf zu kriegen. Dabei benutze ich meistens einen Single Point und richte den einfach direkt aufs Auge. Das Schwierigste an sich ist eigentlich, dass die Mauereidechsen meistens in der prallen Sonne liegen. Und das führt natürlich für den Fotografen immer zu dem Problem, wie belichte ich die ganze Szene eigentlich, wenn ich knallige Sonne habe und super dunkle Schatten. Und ich gehe eigentlich immer hin und belichte für die Highlights. Das bedeutet, ich schaue auf mein Histogramm, gucke, dass ich auf der rechten Seite nichts im Bereich Weiß klippe, also dass ich keine Bereiche habe, die ausgebrannt sind. Die Schatten kann man meistens einfacher wiederherstellen. Was einmal ausgebrannt ist, ist weg. Das habe ich ja schon ganz oft in anderen Videos erzählt. Und dann versuche ich wirklich für die Lichter zu belichten, für die Eidechse zu belichten und ignoriere dabei so ein bisschen den Hintergrund. Ein guter Tipp ist noch, wirklich auf die Schuppen der Eidechse zu achten, denn die reflektieren das Licht meistens sehr stark und oft hat man ausgebrannte Highlights auf den Schuppen. Und die kann man dann später nicht wiederherstellen. Da habe ich mir schon so manches Foto mit versaut, was mich später sehr geärgert hat. Wenn euch das Tutorial gefallen hat, dann schaut doch mal in dieses oder dieses Video, denn da zeige ich euch, wie ich meine Tropfenfotos mache und wie ich Pilze ausleuchte und fotografiere. Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal.